Herzlich willkommen zur wunderbaren neuen Folge von Immersiony 4, der Stadt Hammer Stadt Mod Version 2.0. Ja, eine fiktive Stadt irgendwo in Niedersachsen. Also das ist eine Modifikation, die ist sehr fiktiv. Das heißt, es ist kein Vorbild genommen von keiner Stadt. Und wir gucken uns das mal an und wir sehen auch hier gleich mal, wie lange das dauert zum Laden. Ich habe einen relativ schnellen Rechner und da kann man ja auch, da sieht man auch, wie groß die Modifikation ist, teilweise wie lange das geladen wird. Und die Modifikation gibt es wie immer im Immersiony 4 Forum zu finden. Der Link ist wieder unten drin. Kleine Info, gleich vorneweg, bevor jemand wieder rummeckert. Ist nicht mehr herunterladbar, man muss sich vorher da anmelden. Sonst kann man es nicht runterladen. Und nochmal eine Info, ich habe in den letzten Tagen immer wieder eine Nachricht gekriegt, dass eingestellte Mods und so weiter, die gebe ich nicht zum Download frei, weil ich nicht weiß, wie sie das machen, ob die Verbreitung erlaubt ist oder nicht, weil ich bemühe mich da nicht drum. Und wir auch da keine Ärger haben. So, wir sind ja schon hier. Hier ist die Feuerwache. Aber wir haben hier wieder das typische... Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände. Okay, Brandausbruch. Ah, okay, gut. Das ist Feuer 1. Und das ist technische Hilfeleistung. Okay, dann machen wir hier auf... Machen wir einfach, hier hin. Mal sehen, wie lange das dauert. Da rennen sie alle hin. Oh, ich hätte mich vorher noch mal schlau machen sollen. Was geht auf dem Weg? Eine komische Hammerstadt-Modifikation. Das muss man natürlich erstmal rauskriegen, ja? Oh, der ist Gruppenführer. Gruppenführer für das. Was gibt's? Gruppenführer für das bitte. Hallo oder halt Einsatzleiter für das. Jetzt geht's doch. Ja? Aber komischerweise spinnt das so ein bisschen rum. So. Ah, das ist so eine Art freiwillige Feuerwehr, die... Gut, gut, gut. Gut,
das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Du bist nicht Gruppenführer, du auch nicht. So, du machst das schnell auf, genau. Zack. Was gibt's? Ja. Auf dem Weg. Gut, dann gehst du bitte hier hin. Ja. Seitenschutzträger. Ah, hier sieht man nämlich. Was gibt's? Ja. Ja, gut, man kann aber eigentlich schon mal los, finde ich. Schon unterwegs. Was gibt's? Oh, da fehlen noch 4 Stück. Also die Skripte reagieren nicht sofort, also das ist schon. Ja, naja. Kann man naja sagen. So, auf dem Weg. Oh, bitte, haben wir hier irgendwo? Haben wir nirgendwo Hydranten, hä? Bin unterwegs. Höre. Schon unterwegs. Höre. Schon unterwegs. Super. Ja. Warum löscht er jetzt nicht? Verstanden. Was gibt's? Auf dem Weg. Was gibt's? Ja. Das für ein. Okay, muss ich nicht verstehen, also. Ja. Keine Ahnung. So, ja, gut, gut, gut. Bin unterwegs. Was gibt's?
So. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also ich bin da irgendwie ein bisschen überfordert mit der Modifikation. Aber vielleicht sind das für andere Leute besser oder so, weil ich wüsste jetzt nicht, was ich damit anfangen sollte. So, rein, hier rein, ja, runter, bin unterwegs. Gehst du bitte auch hier rein? Höre, bestätige. Ist in Arbeit. War alles klar. Auf dem Weg. So, da gehen wir mal ab nach Hause. Ja. Ja. Ah, ich muss sagen, ich werde damit nicht so warm. Ja? Alles klar. So. Ja, Leute, da würde ich sagen, war das ein ganz kleiner Einblick. Also in die Modifikation, die. Also aussehen tut Achtung, es super. Ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Ja, wo ist denn der Täter? Der so schnell raus. Das glaubst du gar nicht. Na gut, da würde ich sagen, war das eigentlich schon mal ein bisschen blöd gespawnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ja, ansonsten, der Link ist unten drin. Also ich kann damit nicht so viel anfangen, weil das ist mir viel zu viel rumgefummelt, viel zu viel Micromanagement. Ich mag das gerne, sehr gerne automatisiert, aber ja. Okay, ich sage tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye. Bis zur nächsten Folge.